Eine strahlende Renate Schmidt, letztmals in der SPD-Landtagsfraktion. Ihre bayerischen Genossen gratulieren mit stehendem Applaus der neuen Familienministerin. Der Anruf des Kanzlers hatte sie gestern Abend so richtig kalt erwischt, gesteht sie ganz offen und fährt fort, sie habe nicht lange gezögert. Ich weiß das also jetzt noch nicht einmal 24 Stunden, wie das sich das also privat bei uns handeln wird. Hätte mein Mann gestern zu mir gesagt, also liebe Frau, entweder ich oder die Ministerin, dann hätte ich gesagt, du bist mir wichtiger. Renate Schmidt als Familientier, wie sie sich selbst tituliert. Die Mutter von drei Kindern war Programmiererin und Betriebsrätin bei Quelle. Bei der Bundestagswahl 1980 errang sie in Nürnberg-Nord das Direktmandat, das sie noch dreimal hintereinander verteidigte. Ende 1990 wurde sie Vizepräsidentin des Bundestages. Und ein Jahr später wählten die bayerischen Genossen Renate Schmidt als erste Frau in der 99-jährigen Geschichte zur Landesvorsitzenden und Nachfolgerin von Rudi Schöffberger. Mit ihrer Wahl verband sie eine Reform der Bayern-SPD, bei der die Landespartei mehr Einfluss gegenüber den Bezirksverbänden bekommen sollte. Zweimal trat sie bei Landtagswahlen in Bayern als Spitzenkandidatin gegen Ministerpräsident Edmund Stoiber an. Trotz engagiertem Wahlkampf und ihrer hohen Popularität reichte es nur zu 30 bzw. 28,7% für die Bayern-SPD. Im Mai 2000 trat sie als Landes- und Fraktionsvorsitzende zurück und übergab ihre Ämter an Franz Margret und Wolfgang Hoderlein, um sie stärker in der Familienpolitik zu engagieren. Das kann die 58-Jährige in ihrem neuen Amt jetzt noch verstärkt tun.